So, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück hier zu Let's Play Bioshock. Ja, ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal für die letzte Folge, die etwas kurz war. Naja, kurz, 18 Minuten ist eigentlich okay. Wenn man bedenkt, dass früher Let's Plays auf YouTube 15 Minuten lang waren. Naja, aber eher für... Naja, dafür, dass ich gestern Abend eine sehr verstopfte Nase hatte. Ich weiß, an sich müsste ich mich dafür nicht entschuldigen, aber ich hätte keine Folge aufnehmen müssen, so. Ich wollte aber unbedingt aufnehmen, weil halt keine Folge mehr auf Lager ist. Ich hole mir erstmal ein bisschen Geld. Oh. Finden die nicht so gut. Hol mir das Ding. Ja, jetzt ist meine Nase frei. Ich kann also vernünftig aufnehmen. Ich werde jetzt auch versuchen, ein bisschen mehr aufzunehmen. Ja. Und gucken wir mal. Wir sind ja jetzt schon relativ weit im Spiel. Da vorne ist Comstock-Haus. Ich schätze mal, wir gehen aufs Ende zu. Dass wir Comstock töten und dann mit Elizabeth abhauen. Ne? Das stelle ich mir jetzt einfach mal so vor. Aber das wäre eigentlich... Das wäre kein vernünftiges Ende für Bioshock. Das wäre... Vielleicht ist das jetzt auch so wie bei Teil 1. Dass wir jetzt ungefähr den Punkt erreicht haben. Ich meine, von der Länge her wird es passen. An dem wir Ryan getötet haben. Im ersten Teil. Ja, das war ja auch circa das halbe Spiel. Also vielleicht, oder ich würde es mir sogar wünschen, dass das wirklich noch weitergeht. Los. Danke, Elizabeth. So, jetzt reicht's. Was bist du für eine blöde Bitch? Fuck! Ach, jetzt kommt sie wieder. Beim letzten Mal bin ich in der Bürotür gewesen. Öffne ihn. Fertig. Hey, du Penner, so. So macht man das. Wenn ich doch nur in Ruhe zielen könnte. So. Nimm Repetier. Ja, lassen wir mal unseren Karabiner da liegen. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob die Waffe jetzt... Dina, los! Fertig! Kam, Alter, in die Fresse. In Ordnung. So, danke, Elizabeth. Ah, das Repetierding ist auch ganz gut. Ich fand den Karabiner bis jetzt zwar... Ja, aber das Ding kann man auch nutzen. Die Frage ist, wollen wir das? Weil wir haben den Karabiner jetzt ja auch schon aufgerüstet. Aber gut, wir haben jetzt ja auch ein bisschen Kohle. Dann können wir auch das Ding aufrüsten. Und du? Naja, ich denke, der Prophet sieht sowas, ne? Dann hätte er doch kommen sehen müssen, dass ich mir Elizabeth schnapp und ihn stürze. Na dann? Wasserlache? Hätte ich da... Oh ja, hätte ich. Gut, das soll einer wissen. Ah, da liegt noch was unter. Haha, habe ich gesehen. Ein paar Silver Eagles. Was ist interessant, Elizabeth? Wolltest du mir gerade sagen, dass hier ein Lockpick ist? Den habe ich selber gesehen, Schätzchen. Das... Sowas entgeht meinen Adleraugen nicht, ja? Also, wenn es um Sachen geht, die ich brauche, dann sieht man sowas doch. Eine Burst Gun? Alter, geil. Die ist eingesackt.
Ist, ja, ist wie ein Scharfschützengewehr, würde ich sagen, ne? Bloß mit mehreren Schüssen. Das gefällt mir. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Okay, wir können das Töten vergessen. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Du warst auch schon mal schneller, Schätzchen. Bitte sehr. An sich will er sie ja wahrscheinlich nur schützen. Sieh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Ein Volk, Alter, skalpiert. Beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Da fehlt noch Fink. Alter. Elizabeth, du bist schuld. Du hast die Risse geöffnet. In dem ersten Universum, wo ich war, da war das alles nicht so verkorkst. Wir können uns, erhöht die Anzahl an Feinden, die du gleichzeitig ziehen kannst. Ist gebongt und Bronco verlängert die Schwebezeit von Gegnern. Ich meine, wir setzen den bockenden Bronco jetzt nicht so oft ein, aber... Lockpick! Ja gut, ich will nicht nochmal daran. Elizabeth, geh mal bitte weg da. Also, ey, wir haben so viele Automaten vergessen dadurch, weil ich das hier erst so spät rausgefunden habe. Okay. Ah ja, danke, Schätzchen. Geld nehme ich doch immer gerne. Oh, 3 Lockpicks brauchen wir dafür. Ach, wir haben ja genug. Schauen. Los, Schätzchen. Erledigt. Auch jetzt kannst du das wieder so schnell, aber die andere Tür, ja, da brauchst du 5 Stunden für. So, was haben wir denn hier? Schießeisen. Nö, das will ich nicht. Das ist mir zu klobig. Oh. Was? Elizabeth? Ellie? Was hast du da gemacht? Hab ich gestört? Okay, ich gehe. Ich wollte dich nicht stören bei deinem makaberen... Was auch immer du da gerade getan hast. Pistole. Ob wir alles vollkriegen können? Ich meine, wir brauchen noch 14 Dinge. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ich schätze mal, man kann nur 1 komplett vollkriegen, oder? Naja, werden wir sehen. Ich weiß ja auch nicht, wie lange das Spiel noch geht. Meint, wäre mir recht, wenn es noch eine Weile geht. Ich muss mich bloß daran gewöhnen, öfter mal aufzunehmen. Oder mehr aufzunehmen, ne? Ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil ich wieder keinen Urlaub mehr habe. Und Forest muss ich auch noch wieder aufnehmen. Das werde ich wohl jetzt am Wochenende machen. Mal gucken. Jetzt ist erstmal Bioshock. Du auch! Scheiße! Ah! Ach, die schießt in Salven, okay. Ja, betöre ihn. So ist's gut. Feiner Junge. Ach, Elizabeth. Du hast richtig gehandelt in der letzten Folge, dass du, Fitzroy getötet hast. Genau, ich wollte gerade sagen, Fink. Natürlich. Oh. Wow, ist das hier düster. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann. Nein. Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Das würde ich nicht so cool finden. Dann werde ich auch so... Na dann. Fertig.
Machen wir mal den Patriot hier klar, so. Ihr Nutten. Kommt zu. Hier, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ah! Die haben ja auch so eine Dinge. Scheiße! Ich suche noch. Ah, gib mir die Salze. Danke. Danke, danke, danke. Alter, hat er mir einen mitgegeben. So ein Hurensohn. Ich könnte ein bisschen leben. Schade, dass man nicht hier durch die Dinger gucken kann. Welcome to Emporia, habe ich doch richtig gelesen. Ich habe einen kurzen C gelesen, Emporia. Lockpick. Ellie, guck mal da drüben, da musst du ran. Geht's hier weiter? Ich glaube, hier geht's weiter. Oh. Guck mal, sie hätte hier noch einen hinzaubern können. Naja, wir sammeln mal fix noch alles ein. Ich glaube, das war's schon, wa? Ah, was gibt's? Du siehst wieder bezaubernd aus heute, liebe Elizabeth. Das Outfit gefällt mir. Kommst einen jetzt so... Wo ist sie? Da. Jetzt kommt sie einen so erwachsen vor. Mit dem anderen Outfit war sie noch so unschuldig, so... Kindlich. Ob die Entwickler das damit ausdrücken wollten, dass sie jetzt erwachsener ist, nachdem sie jemanden ermordet hat? The Imperial Envy of the Skyline. Scharfschütze. Wir bleiben bei der Burst Gun. So, ab nach Emporia. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die was? Beiden, ach lol! Sie erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Haben die da gerade also, Baseball gespielt? Riesenballons? Aber in den Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt, was? Sie sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen. Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch. Robert Lutess und Rosa... Die scheinen sie nicht alle zu haben. Selbst ja, das ist... Fakt, dass wir oft den Satz des anderen beenden. Ganz genau. Umgekehrt wäre seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Sind das nicht die beiden, die uns am Anfang in dem Boot da die Pistole gegeben haben und das Foto von ihr? Das sind doch die beiden, oder? Komm, Comstock House ist davor. Die Lutess... Zwillinge waren das? Waren das Zwillinge? Ich glaube, ich habe den Namen noch so... Nowhere to hide. Kein Ort, um sich zu verstecken. Waren das die Lutess-Zwillinge? Hießen die so? Ich meine mich so an den Wiki-Eintrag erinnern zu können. Aber sind das... Waren das die beiden vom Anfang? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Die da im Boot mitsaßen mit Gummianzug? Die uns haben rudern lassen. Oder... Nee, er hat gerudert und sie hat gesagt... Ja. Den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Die dachten, sie bleiben für immer oben. Sie denken... Gefahrenzuschlag. Das bestimmt nutze die Umgebung, um deine Fähigkeiten einzusetzen. Ich nenne es einfach weiterhin Plasmide. Plasmide hört sich
besser. Das ist Unsinn. Herren, Damen, was ist Unsinn? Okay, wir gehen erstmal hier rein. Niemand hat mich hier vergessen. Versperrt. Kein Problem. Ja, das weiß ich doch, Ellie, dass das für dich kein Problem ist. Jetzt wieder Musik. Fertig. Wow, 199 Silver Eagles. Ist nice, wie viel wir davon mittlerweile. Schon wieder ein Lockpick. Okay. Ja, gut, hier ist jetzt nicht sowas. Gibt's haben wir eigentlich noch mehr von diesen Dingern übersehen, die man mit Chiffren öffnet? Hier diese Vox Populi Verstecke, oder gibt's bloß die zwei, die wir jetzt hatten? Dass da am Anfang, na, am Anfang war das ja nicht, nachdem wir Elizabeth gerettet haben und das bei Fink da. Ich wollte mir eigentlich das Geld holen und nicht ja, gut. Hier gibt es wieder Hilfen, Ladungshilfe, macht beim Mann kurzzeitig unverwundbar und lädt den Schild wieder auf. Dafür sollten wir vielleicht sparen. Schnelles das Repetiers, das Schießeisen, der Burst Gun, Schaden um 25% erhöht. Alter, das Ding hat noch mehr? Weniger Rückstoß. Put. Ich hab kein Ziel. Du bist tot. Nö, du bist tot. Wow. Ganz ruhig, Booker. So laut musst du nun auch nicht schreien. Okay, dann gucken wir mal, wo wir hier denn jetzt hinkommen. Der Distrikt gehört uns. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Jeden Bewaffneten. Jeden Brillenträger. Den Rest treibt zusammen. Ah, ein Voxophon. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um Ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Er half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in Ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir Ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich Ihnen das Messer halten. Okay, da oben geht's weiter. Ja, richtig. Hier kriegen wir nur ganz normalen Müll. Den brauchen wir nicht. Das ist gut, liebe Elizabeth. Davon brauchen wir eine Menge. Und dann könntest du mal deine netten Künste da anwenden. Da ist auch noch ein Safe. Komm mal mit, hier ist ein Safe. Den musst du einmal... Nochmal drei. Bald haben wir keine mehr. Ich sehe das schon kommen. Nachher brauchen wir wieder 5. Bitte. Okay, mehr ist hier nicht. Ein Schießeisen. 241 Silver Eagles. Das gefällt Papa sehr gut. So, dann gehen wir mal The Salty Oyster. Meinst du, ich hab dich nicht gesehen? Wo ist er hin? Ja, verbrenne. Hier haben wir wieder Waffenverbesserung. Oh, wir haben schon wieder 900. Das gefällt mir. Brauchen wir denn weniger Rückstoß? Komm.
benutze zwar mehr die Burst Gun. Großzügig! Gibt's bestimmt auch noch Geizhals oder so. Oh, hier ist Silver Eagles. Die sollten wir einsammeln. Oh, Kleidung. Neues Hemd Kugelsägen. Erhöht die Magazingröße aller Waffen um 50%. Vergleich. Entfernte, lassen Gegner. Salze fallen. Komm, dann nehmen wir das Kugelhemd. Mehr Magazingröße ist geil. Damit können wir... Ja! Hast du Blut abgekriegt, Elizabeth, oder was? Wir haben schon ewig keinen mehr exekutiert. Das muss jetzt mal sein. Ja, brauchen wir. Danke, Ellie. Was gibt's denn hier noch? Hier gibt's noch ein bisschen Salze. Hier können wir durchgucken. Ja, eine Menge Alkohol gibt's hier, wie es aussieht. Pornograf. Ich dachte gerade, das Geräusch kam daraus. Hier kommen wir nicht durch. Ach, und hier haben wir wieder mal sehr schöne Klos. Alter, wir hatten hier seine Tage gehabt. Wer geht denn aufs... Warum hat man solche Toiletten? Ich meine, in Rapture verstehe ich das. In Rapture, alles alt und vermodert. Verwest, verflossen, was weiß ich. Aber hier? Die Stadt war doch vor kurzem noch ganz. Ich meine, haben die hier auf Klo die Leute abgeschossen? Na gut, kann eigentlich relativ möglich sein. Fortune Faith Family. Hey, guck mal, da ist Andrew Ryan. So wie der aussieht. Hab ein Lockpick gefunden. Oh, wo? Ich wollte mir gerade das Wort des Propheten angucken, aber... Oh, guck mal da, ganz versteckt. So, jetzt aber das Wort des Propheten präsentiert. Lutes Bruder kommt nach Columbia. Auch er ist Physiker, jetzt habe ich gerade getrunken. Ein weiteres Genie? Wer wusste, dass sie Verwandte hat? Ah, noch 14 Stück. Vielleicht schaffen wir das. Ah, wenn es noch 14 gibt, ist das Spiel wahrscheinlich noch ein Stückchen lang. Oh, wisst ihr, was ich an Elizabeth nicht mag? Dass sie Hackenschuhe trägt. Ich kann das nicht ab, wenn Frauen neben mir laufen oder hinter mir die Hackenschuhe tragen. Ich kann dieses Klick, Klack, Klick, Klack. Das ist so nervig. Oh, erschieß sie. Da. Geht klar. So, du Freak, arbeite für mich. Oh, fuck! Voll mit Wasser besprüht. Aua! Wow! Der Hund hat Lockpicks dabei gehabt. Zumindest einen. Da war doch eben noch einer. Ich wollte gerade sagen, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Oh, hier hätten wir auch Feuer nutzen können. Da müssen wir lang. Also gehen wir hier lang. Was denn? Hast du wieder was Schönes gefunden? Elizabeth? Ach, da bist du. Die Ölpfütze ist... Hört sich an wie Wasser. So, okay. Hier haben wir alles. Ah, da gibt's wieder ein bisschen Geld zum Absnacken. Spuck schon aus, mein Junge. Oh, was haben wir hier? Wie viel? Was ist das für eine...
Schadensboost von Karabine. Ja, können wir mal kaufen. Auch wenn wir den momentan nicht benutzen. Aber vielleicht gut ausgerüstet. Ach, ist der Karabine jetzt komplett? Das ist nice. Ach, guck mal, was hier liegt. So, liebe Elizabeth, wo kommen wir denn... Ich weiß nicht, was das Ding macht. Reiß ihn den Arsch auf? Na dann. Schon dabei. Ich finde gut, dass wir für den Moment immer unverwundbar sind. Gib mir Muni! So, ihr Hunde. Aua, ich tue mir selber weh mit meinen Scheißangriffen. Wo sind die Hunde? Burn, Baby, burn! In die Fräse, in die Fräse! Los, Ellie, gib her. Alter, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe hier. Alter, fuck. Du hast nicht mehr viele Salze. Such welche. Ja, ja. Puh, ihr Schweine. Euch mache ich fertig. Ein bisschen Munition haben wir noch. Wo ist denn hier noch eine? Fireman, Vorsicht! Wo? Aua! Geil. Danke. Weg mit euch. So. Hat er lebt noch. Das wollte ich eigentlich nicht. Alter, verrecke! What the fuck? Mach mal die da auf. Alter, was ein Gemetzel. Jetzt müssen wir hier erstmal die ganzen verstreuten Dinge einsammeln. Was haben wir hier? Eine Shotgun. Lockpicks, Lockpicks, Medikits, Alter. Hier gibt es eine ganze Menge zum Einsacken. Aber ich glaube, das werden wir alles erst in der nächsten Folge einsammeln. Zumindest den Großteil. Denn die Folge nähert sich ihrem Ende. Ich hoffe natürlich, euch hat sie gefallen. Ich danke vielmals wie immer fürs Zuschauen. Und natürlich würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin lasst doch ein Like da, teilt das Video. Und somit bis zum nächsten Mal. Haut rein!